Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt Dark Souls 3 auf der PS4. Hier sehe ich gerade, da ist ein Ritter auf der Rückseite. Und ich habe einen Stecker im Ohr, weil ich Skype noch nebenher. Und alles auf dem Weg sehen wir jetzt. Im Spiel sind wir schon. Des Anschlusses wegen, nur kurz anfangs zur Erklärung, starte ich hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, mit den zwei Kollegen hier gesprochen haben. Ich muss sagen, ich habe jetzt in der Zwischenzeit doch noch einen Endgegner oder einen kleinen Zwischenendgegner gelegt, habe mich hier schon ein bisschen umgeguckt, Zeugs eingesammelt, ein paar Feuer gefunden, das heißt ein bisschen vorausgespielt, aber das soll uns keinen Abbruch tun. Ihr habt im Grunde 1,5 Stunden Spielzeit verpasst. Und das ist ein gutes Stichwort, was ich nämlich immer vergesse. Dabei habe ich es mir für teures Geld runtergeladen. Ich habe nämlich nichts bezahlt. Starten wir unseren Timer. 30 Minuten wird auch heute wieder gespielt. Und ich werde einfach ein bisschen spielen, ein bisschen kommentieren und ein bisschen chatten. Also, wenn ihr euch fragt, mit wem zur Hölle datet ihr, lasst euch nicht irritieren. Das ist ganz normal. Falls irgendwie was Interessantes ist, sage ich das auch gerne nochmal laut oder so. Boah, diese Typen, ne? Es ist aber auch, seitdem ich dieses eine Video da gesehen habe, von so jemandem, der irgendwie Meta-Ebenen in Spielen und Filmen liest, irgendwie so ein bisschen philosophisch, will ich fast sagen, habe ich immer so das Gefühl, in Dark Souls beschränkt sich alles auf irgendwelche Geschlechtsteile. Okay, also es ging halt darum, dass der Erschaffer der ganzen Reihe und die ganze Geschichte, wie sie zusammenhängt mit ihren Symbolen mehr oder weniger, sich darauf beschränken, dass es darum geht, um die Beziehung zur Mutter bzw. der Geburt und halt auch das wieder reinkommen in den Bauch der Mutter. Das hat irgendeinen Namen. Das ist wohl irgendwie so eine Art Wunschdenken. Das hat auch irgendwas mit Freud zu tun. Ich müsste es mir nochmal angucken. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dass eben sehr viele Bilder in Dark Souls, aber auch in Bloodborne davon inspiriert bzw. darauf abzielen, dass sozusagen ein Eingang, ein Höhleneingang, der auch wirklich, muss halt sagen, in dem Spiel wirklich aussieht wie eine Vagina, von einem Typ mit einem wahnsinnigen großen Prügel, also riesigen Schwert, beschützt wird. Und dahinter ist halt das, was man begehrt, und das ist, ah genau, das ist nämlich von Freud die Liebe zur Mutter, genau, und eben, dass man mit seiner eigenen Mutter sozusagen Unzucht betreiben will. Daher rührt das. Und der Beschützer sozusagen da davor ist der Vater. Deswegen sind die Gegner größer wie man selbst, eben um das zu symbolisieren. Und seit ich mich das gehört habe, kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf. Und ich finde es auch gar nicht so wahnsinnig abwegig. Das ist hineininterpretiert. Also, aber ich muss sagen, viel
stützt leider auch die These. Ich meine, Bloodborne ist ganz krass, weil da geht es halt wirklich um Geburt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, du kämpfst gegen den Fötus, der mit seiner Nabelschnur dich verhaut. Und es ist halt auch alles so eine gewisse Reise, eine Reise, die zum Teil auch nicht erreicht wird. Kann man gut finden oder nicht? Ich weiß nicht, wie stehst du dazu, dass im Grunde die komplette Handlung, die komplette Reise, die du als Spieler machst, für die Welt, obwohl es ja darum geht, die Welt zu retten, keinerlei Bedeutung hat, weil dieser Zyklus immer von vorne beginnt, auf die eine oder andere Art. Hallo Julian. Nur für dich auch kurz die Info. Ich stream gerade. Schon. Gerade angefangen. Aber man hört euch nicht. Also alles cool. Da fällt mir ein, ich könnte auch zum Feuerborn Shrine. Ja, dem ist doch die Geschichte egal. Bist du kein Freund von Interpretation von so Geschichten? Ja, was heißt, es gibt nicht die beste Geschichte der Welt? Ja, aber. Und die wäre. Kannst du es ja nicht beurteilen. Es gibt halt Geschichten, die interessieren halt manche mehr wie andere. Ja, denk da mal drüber nach. So, wir reisen direkt zur Pharaonsfeste. Halten uns jetzt gar nicht mehr lange drauf auf. Pike. Ja, ich bin jetzt Pharaons Feste. Ich bin an den zwei Typen bei dem See vorbei. Und kämpfe mich jetzt halt durch den giftigen Sumpf. Auf der ewig währenden Suche, das Großschwert zu finden. Nein, nein, bei mir ist es das Großschwert. Ich komme an diesen zwei Typen da nicht vorbei. Ich muss verrecken. Berserker. Und sie scheinbar unendlich viel Ausdauer haben. So eine Mischung sind aus den Werwölfen und anderen. Alter! Ja, ich weiß nicht, wie man das, was sie auf dem Kopf haben, beschreiben soll. Es könnten Eier sein, es könnten aber auch irgendwelche Korallen sein.
könnten aber auch einfach nur Würmer sein. Das Problem ist nicht die... Also das Besiegen ist in dem Fall das Problem, dass sie einem nicht zum Schlag kommen lassen. Die prügeln halt 20 Sekunden auf dich ein, bis sie mal nachlassen. Das sind zwei. Das ist richtig. Asiaten machen solche Spiele. Wäre doch scheiße. Ich kann auch meine Deckung nicht einmal runterlassen. Ja, habe ich jetzt gefunden. Ich habe immer auf der rechten Seite geguckt, aber es ist so leicht links. Und ich weiß, dass die sind nicht einmalig. Vielleicht lerne ich die jetzt einfach mal zu parieren. Wo dümpelst du eigentlich von hier? Surprise, surprise. Julian ist Bayern-Fan, Julian ist Bayern-Fan. Ich glaube, ich habe keine Fans, die Fußball mögen. So. Ist das denn Feuerbahnschrein? Champions League, sagt er. Ich verstehe. Hätte ich mir das ja auch schenken können. Aber wieso kann ich den... Wieso geht das? So. So sieht's nämlich aus. Was? Ich glaube, ich habe 4-0 gewonnen, Leute. Ach, hier geht's gar nicht. Apropos weiter, wo geht's hier weiter, liebe Leute? Ich muss wahrscheinlich da runter. Nein, nein, sprecht ihr nur weiter über Fußball. Gelo 95 sagt guter Mann. Aber ich weiß nicht, wen er damit meint. Ob er mich meint? Oder nicht? What? Okay. Damn you. Er hat doch geschrieben vor einer Zeit. Darunter. Masern? Achso. Hallo, Herr Mumpitz. Sind Sie's? Martin, ich glaube, Julia nimmt dich nicht ganz ernst. So, dann hast du dich in Bayern. Aber die fangen doch mit B an, oder? Er hat geschrieben, ich bin sowieso bester Mann. Ich werde sagen. Zack!
to your scrotum! Boah, der hat das überlebt. Ich hasse ihn. Man kann ihn nicht parieren, oder? Der Zeitraum ist so kurz. Er schlägt einfach durch meinen Parry. Doppeldrang. Doppeldrang durch. Tja! Ficke dich! Der hier wie ein Berserker auf mich einhaut. Kleine Titanitscherbe. Das ist ja fun-fucking-tastisch, Mann. Fun-fucking-tastisch. Alter, aber man ist echt sehr lange vergiftet. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Noch mal eine kleine Titanic-Check. Großschwert gefunden. Yes, sir. Gut, wir sind für heute fertig. Ich habe alles erreicht. Ich erreichen wollte. Alter. Ich keine Lust auf das habe. Ich kann mich langsam nicht schnell voran bewegen. Es sind wahnsinnig viele Gegner. Doch, ich hab Bock, aber auf die Stelle gerade echt nicht. Ich dachte, du guckst Fußball, Julian. Ach so. Okay. Ich dachte, du hast es so präventiv gesagt. Dass man es hätte absehen können. Geh mal da nach hinten. Da leuchtet was. Wurde auch schon verflucht. Nee, irgendwie nicht. Alter, was sind das für Viecher? Da ist Godzilla, der einen Baum in der Hand hat. Wenn ich beschreiben sollte, was ich sehe. Alter. Ich kann dir sagen, du wirst Freude haben im Sumpf. Nicht, weil es schwer ist. Weil du dir denkst, bleib bitte alle weit weg von mir. Oh, okay. So wie zur Seite. Also. Die Sache ist halt die, hätte ich einen Dolch, ich weiß nicht, ob du einen Dolch hast. Aber falls du ein Dolch
hast, rüste den aus, nimm den zweihändig. Und dann benutzt da die Fähigkeit von dem Dolch. Kostet dich kein Mana. Und dann kannst du schnell. Sonst kosten diese Spezialsachen immer ein bisschen Mana, ja. Ja, ganz ein ganz klein bisschen. Aber damit kannst du so nach vorne schnellen. Und dich somit schneller im Sumpf voran bewegen. Nur ein Tipp, nur ein Tipp. Von Freund zu Freund. Hey, hat man mir geflüstert. Na, ich hab da halt so ein kleines Roundup. Das auch. Stimme im Ohr habe ich auch. Alter. Okay, ich bin großer Fan vom Sumpf gerade geworden. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Eid beitreten. Irgendwie will ich ja. Sunbro ist zwar schön und gut, aber. Das ist noch ein bisschen geiler. Moment. Ist die Wolfsblut-Glasklinge eine Waffe? Das ist die Frage. Ja, ich guck jetzt aber erstmal. Wo finde ich die denn? Wahrscheinlich sieht das nicht ein bisschen so aus wie eine Klinge. Das ist keine Klinge, oder? Ah, okay. Wo soll die sein? Sollen die sein? Ach, hier. Da? Nee. Das ist bleiche Zunge. Wolfsblut, Gras. Klinge. Okay. Alter, bin ich mal gespannt, ob du das auch feierst, so wie ich. Ja, nee, ich verrate dir nicht, was es ist. Gespannt. Ob du weißt, was ich meine. So, schauen wir doch mal. Wir sind so ziemlich durch den Sumpf gekommen, glaube ich, liebe Leute. Wir haben das Großschwert gefunden. Super ist. Und jetzt unterhalten sich die Leute hier im Chat über Fußball. Gibt es ja wohl nicht. Abend. Hull, Bayern und Altico sind weiter und Barca ist raus. Wie geil ist das denn? Wirklich gut, Bayern aber nicht. Nee, nicht wirklich, aber dass Barca fliegt, hätte ich echt nicht gedacht. Apfel! Madrid ist doch... Was? Ach, Barca. Dann sollen sie auch Barcelona schreiben. Ach ja. Ich freue mich, wenn du dich aufregst. Alter, ich habe ein paar Flakonscherben über. Merke ich schon. Be careful. Ja, zwei Stück gerade gehabt. Ich habe jetzt überall 10. Bis 20. Ah, könnte schon.
sein. Es ist noch ein bisschen bis hin, ja. Also ich weiß, ich glaube, du kannst also mindestens plus 7 gehen. Da gab es ja auch mal irgendwann ein Limit. Nee, 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 ich meine schon, wie viel die Anzahl jetzt gerade auch, dass ich da aufgewertet habe. Weiß ich ja gar nicht. Ach, von der Leistung am Feuer direkt. Da musst du diese Knochen verbrennen. Jetzt alle im hier. Nimmst du jetzt das Großschwert? Ja, das nehmen wir jetzt. Ich hoffe, ich kann das benutzen. Wo haben wir es denn nicht? Ich kann es nicht benutzen. Ich bin noch zu schwach. Kacke, Mann. Das. Ja. Ja, 28 und ich habe Stärke. Ah ja, 2 Leveln. Gut. Das sollen wir heute noch hinkriegen, liebe Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, wo. Ja. Ich habe halt nichts in Vitalität oder so gesteckt. 13 Vitalität, 13 Kondition. Ich mache ein Strength Build. Alter, ich sehe schon. Ah, wir sind jetzt. Bin ich jetzt wieder hier oben? Nee, nee, ich bin nicht im Kreis gerannt. Geile Meile. Geile Meile. Ja, versuchen wir eben. Ja. Oh, ich hab nicht gesagt, was. Oh, scheiße, er hat mich. Oh, 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 oh. Okay. Er one-hitted ein. Wenn er dich bereift. Okay, aber ist kein Problem. Ist gar kein Problem. Wir versuchen den nochmal. In den letzten 3,5 Minuten. Wenn der Ladebildschirm. Übrigens sind die Ladezeiten besser. Besser als in Bloodborne. Ich meine natürlich wie in Bloodborne. Achso. Das ist schön. Bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Gegner. Habe ich richtig Lust drauf. Upsa, ich lag falsch. Ist auch ein schönes Setting. Aber ich finde es schon ein bisschen schlauchiger, glaube ich, wieder, oder? Würdest du sagen, es ist schlauchiger wie Dark Souls 1? Also das Gefühl hat, man kann es schaffen. Aber dann, ich ziehe dem zwar kaum was ab. Ich habe das Gefühl, man kann es schaffen. Dieser Typ da.
Super. Was ja auch, was ich ja irgendwie Lust hätte, wäre, wenn man so ein Art Pet dabei hätte. Also so ein Tier, was einen. Findest du doof? Nicht. Vielleicht nicht in einem Dark Souls, aber in einem Dark Souls-Like-Spiel. Also auch Ritter. Und dann hast du. Aber irgendwas, was auch so. Dark Souls-ähnlich ist. So, da tönen die Glocken, aber wir machen das noch. Vielleicht schaffen wir das jetzt noch. Scheiße! Hat er mich doch nochmal? Nein! Das war noch ein Schlag! Ein Schlag war das noch. So, liebe Leute, wir machen ganz kurze Unterbrechung. Es geht sofort weiter. Und für alle, die auf YouTube zugucken, wir sehen uns bald.